So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 1. Wir sind immer noch bei den Huntern unterwegs und sind eigentlich. Was? Bin eigentlich gut dabei. Aber wir haben ja auch einen Checkpoint, also alles cool. Von daher. Hä, wo? Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Von oben? Nee, oder? Zäh. Ah, da war der, okay. Muss man ja auch erstmal herausfinden. Ja, Leute, also das ist alles gar nicht so einfach hier gerade. Weil das sind halt heftig viele Gegner, ne? Klar sind die alle dumm wie Scheiße, aber trotzdem sind die auch gefährlich, wenn die einen entdeckt haben. Na komm jetzt. Ah, guck mal, er. Er hat den entdeckt. Ach du Scheiße, verdammt. Oh, dieser scheiße Feuerlöscher hier, ne? Du alarmierst hier keinen, du Arschloch. So, hier war noch irgendwo so ein roter. So ein Weihnachtsmann. Irgendwo. Ereignis mehr als eine Minute. Shit. Alter, mach doch nicht so einen Kracher, ey. Ich hab mich voll erschrocken. Oh, wo ist der Typ? Ey, Junge, das machen wir ja richtig clean und smooth, Alter. Ein paar Versuche brauchen wir zwar, aber immerhin. Richtig krass bis jetzt. Ich bin gerade se echt selbst von mir überrascht. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, das gehört wieder zur Fail-Compilation. Aber ich denke mal, spätestens wenn das Hotel kommt, fängt die Scheiße richtig an. Was ist das denn da hinten? Ach so, das gehört zum Generator. Kennt ihr das, wenn man selber versucht, nur drüber zu gucken, aber das einfach gar nichts bringt, aber man macht es trotzdem? Ist voll lustig. Bringt halt wirklich nichts, ne? Deswegen. Ich weiß. Oder? Nee. Keine Ahnung. Oh, da ist noch einer. Oh nein, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Holy shit. Huh. Oi. Okay, dann weiß ich Bescheid. Da ist auch noch einer. Holy fuck. Na komm. So, jetzt warten wir auf den anderen Pimmelberger. Alter, dass der uns gar nicht gesehen hat. Ah, oh, dieser. Oh doch. So, ich spam schon mal eh. Oh
Leute, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich werde irgendwann einen Trainer aktivieren, No Target machen, also hier so, dass die Gegner uns nicht sehen, und dann werde ich auch irgendwann so eine Brutal Combat, keine Ahnung, Compilation machen. Nein, dann werde ich natürlich nicht machen, aber ich weiß auch nicht. So, das war's. Jetzt müssen wir... Oh, da ist noch einer. Den meinte ich, den roten Weihnachtsmann. Merry... Was ist denn das? Christmas. I gave you my heart. The very last day. Arschloch. Alles klar. Nichts passiert. Wenn die nicht alle Knarren hätten, dann wäre mir das so scheißegal. Dann würde ich hier richtig auf Terminator machen, Alter, aber... Nee. Klar. Was steht der da? Hier ist nichts, gar nichts. Hä? Ach da. Du Pimmelberger, komm her. Hey. Ja, wahrscheinlich, Junge. Schnapp sie! Scheiße, töte mich nicht, Mann! Scheiß auf Smooth. Wo kommt er jetzt her, Junge? Wo kommt der her? Der war doch vorhin noch da hinten irgendwo. Ja, wahrscheinlich, Digga. Oh, jetzt müssen wir wieder... Ah, oh, Junge, ey. Oh, der Checkpoint ist scheiße. Kann der nicht den Checkpoint machen, wenn die beiden getötet worden sind, ey? Na ja, gut, aber ich bin schon mal froh, dass wir überhaupt Checkpoints haben hier. Trotzdem, ey, das ist so nervig. Wir sollten eigentlich auch mal den Bogen langsam einsetzen. Ach, was mache ich denn nicht? Warum warte ich denn? Verdammt. Ja, ey, komm, du kleiner Wichser, ey. Warum haben wir eigentlich keinen Stein geworfen? Fällt mir jetzt erst ein. Was war das? Boah, Junge, die... Lass mich raten, jetzt ganz, ganz da hinten. Die haben das jetzt bestimmt auch gehört und die kommen jetzt mit 5 Mann an den Spot. Weil, wieso hat der eine Gasmaske auf, wenn die sowieso nicht funktioniert? Wenn das Glas kaputt ist davon?
Will der einen auf Stalker machen oder was? Safe, der sieht uns jetzt, wetten. Na toll, war wohl alles nur Einbildung. Oder zwei Bildungen. Junge, ey, jetzt. Okay, hat ja besser geklappt, als ich dachte. Ah, okay, zu spät. Hier liegt eine Leiche. Boah, Junge. Los, ausschwärmen. Ich habe irgendwas klirren gehört. Munition? Nein? Okay. Wo ist der letzte jetzt? Der kommt doch gleich locker hier rechts vom Zelt. Verdammt, verdammt! Ah, da ist er. Verdammt, verdammt. Oh, da hinten ist er. Oh, Entschuldigung. Ja, Elite, lass dich, zeig dich mal ein bisschen, genau. Ich hätte gerne was zum Werfen, aber habe ich leider nicht. Oh, fuck. Ob er jetzt kommt? Aber ich glaube, das Spiel ist ein bisschen so programmiert, dass wenn man einmal entdeckt worden ist, beziehungsweise die Leichen entdeckt worden sind, dass die Gegner immer wissen, wo man ungefähr sein könnte. Also der wird jetzt niemals auf die Idee kommen, oben im Haus nachzuschauen oder so. Never. Das finde ich an der Last of Us 2 Engine halt ein bisschen scheiße. So, der letzte, bam, tot. Verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Wie bitte? Okay. Hey, wir haben drei Alkohol, Alter, und keinen Lappen. Das ist traurig einfach nur. Aber jetzt haben wir wenigstens den Part schon mal hier ohne Probleme hinbekommen. Was haben wir denn hier? Das ist das Schicksal aller Verräter. Auf die Unterstützung von Verrätern steht die Todesstrafe. Das Pittsburgh-Bataillon ist zu ihrer Sicherheit hier. Wir arbeiten daran, die Sicherheit in der Quarantänezone wiederherzustellen. Naja.
Es werden mehr sterben, wenn wir kein Essen kriegen. Oh. Okay, machen wir etwas Stimmung. Oh, jetzt geht's los. Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Natürlich nicht. Echt jetzt? Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Okay, ausgewitzelt. Oh, ein Anhänger. Katzen Risk. Ist der Name. Okay. Danke. Oh, was haben wir denn hier? Oberst Mackenzie, Atlanta QZ. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle. Oh, schick. Gut zu wissen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt so langsam, aber sicher nach oben. Lasse die Buchlandung, ja, das weiß ich doch, aber ich will mich halt umschauen. Haben wir ja auch noch eine Tür und da haben wir auch noch irgendwas. Eine Flasche. Oh Junge, ja, mein Gott, ich hab's doch jetzt auch langsam kapiert, wo ich raus muss. Boah, nervt mich das, ey. Oh, hier waren wir noch gar nicht.
Lol, wir können einfach die Sachen durch die Schranktür nehmen. Oh, Hinweis, halt dein Maul jetzt. Warum können wir die nicht mitnehmen? Die ist ja voll cool. Ach so, ich glaube, ich weiß, warum wir die nicht mitnehmen können. War das jetzt alles? Scheinbar. So, hier haben wir auch noch einen Notausgang. Und da hatten wir noch ein Treppenhaus rechts. Okay. Schauen wir mal beim Treppenhaus. Aber ich denke mal, hier können wir das auch verlassen. Oder? Ah ne, hier sind wir jetzt, okay. Ja, dann verlassen wir mal den wunderschönen Ort hier. Oh nein. Ey, wieso dicht hier überall Alk? Ich brauche kein Alk. Kann ich denn irgendwas herstellen? Nö. Ja doch, hier. Digga. Ein Messer. Aber da haben wir nur eins. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal lieber eine Bombe. Ich gebe dem einfach so eine Bombe jetzt gleich. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Toll. Noch drei Soldaten tot. Was muss denn noch passieren? Gebt auf. Mal sehen, wo sie hinführt. Es wäre schön, wenn das mal langsam in ein Lager oder so führt, wo ich mal ein bisschen aufstocken kann. Ein bisschen wenigstens. Ah, da hinten sieht es wieder nach Gegnern aus. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Leute, diese Kulisse, ey.
Tod für Freiheit. Das Mädchen ist so dürr. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Keine Alternative. Tja, ich habe ein Messer, Mann. Na bitte. Bingo. Ein Schießstand. Jetzt wird's interessant. Mein Sohn, mein kleiner Junge, ich habe ihn heute begraben. Was hat er getan? Sich Protesten angeschlossen? Jetzt nennen sie ihn Verräter. Gut, ich zeige ihnen, was ein Verräter ist. Ich gehöre jetzt zu ihnen, zu den Rebellen, den Aufständischen. Sie haben mir eine Pistole, ein paar Kugeln und einen Auftrag gegeben. Ich werde sterben, aber sie auch. Wie viele Väter und Mütter, die mich gibt es da draußen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Stadt fällt. Schlagen wir den ersten Stein heraus, Eva. Lasst euch mal kurz die Kulisse wirken. Dieser Soundtrack ist so. Na, diese Sicht der Dinge nützt niemanden. Na bitte. Das war's. Falsche Taste, sorry. Savage Starlight, der Film. Gott, jetzt muss ich da echt rein. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Bett bewegen. Warte hier! Mal sehen, wo das hinführt. Oh crap. Land.
Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Leg das Brett so hin wie die. Warte mal, hier kann man doch tauchen auch. Ist hier was Cooles unter der Oberfläche? Ein Fisch. Wow. Wir was Kaffee. Oh, wie das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Nur Kaffee. Warum schreit er so? Oh, das ist viel. Auch mehr als viel. Oh. Warte mal eine Sekunde. Lecker. Ratten. Oh, jetzt kommt der beste Soundtrack ever. Oder auch nicht. Also das aus dem Hauptmenü halt. Aber ich liebe diesen Soundtrack ohne Spaß. Was ist das? Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal-Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Warte mal, was? Regal-Apartments. Augen offen halten. Rotes X. Warte mal, was ist das denn da? Okay, nichts. Toll. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Das Hotel. Shit. Alles klar, Ellie. Komm runter. Ah, wow. Edel. Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Bergbank wäre cool.
Oh, ein Safe. Oh, eine Kombination. Gibt's hier irgendwo, locker. Ich vermisse Kaffee. Oh ja. Okay. Da ist halt was. Auf der Seite. Ist die Frage, wo könnte die Kombination sein? Vielleicht da hinten? Oben. Frage ist, kommen wir da hoch? Warte mal. Stimmt, oder? Ach, da komm schon, ey. Jetzt doch. Ah, da kommen wir doch weiter. Okay. Da ist er. So, was haben wir hier? An alle Mitarbeiter. Die Kombination des Safes für Wertsachen der Gäste wurde geändert. Die neue Kombination ist 2210-56. 22:10:56, okay. Zweiundzwanzig, zehn, sechsundfünfzig. Trainingsbuch. Kapitel 12b. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Verstärken die Haltbarkeit einer Klinge zu hören, kann sich als wichtig erweisen, wenn er. Ja, nicht schlecht. Jetzt haben wir eine Klingenhaltbarkeit.
So Leute, ich glaube, wir haben jetzt so viel Munition, wir könnten rein theoretisch sogar das komplette Hotel, glaube ich, clearen. Allein mit Waffen. Werden wir natürlich nicht unbedingt machen, aber theoretisch könnten wir es. Vorsichtig. So, meine Freunde, aber ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von The Last of Us Part 1. Bis dahin.